weitere große Siege für ihn erringen sollten. Ritter und Fürsten sammelten sich alsogleich um den siegreichen Herrscher. Und sogar die Kirche in Alice. Ich habe genau aufgepasst. In Gestalt des Erzbischofs von Canterbury willigte ein, Wilhelm dem Eroberer die Krone anzubieten. Die Verwaltung des Reiches lag in Alice. Du bringst nicht genug Ernst für die Geschichtsstunde auf. Es tut mir leid. Aber Dinge, die in einem Buch drin stehen, die eben keine Bilder sind, die will ich nicht wissen. Mein gutes Kind. In den großen Werken der Weltliteratur sind meist keine Bilder. In der richtigen Welt vielleicht. Im Wunderland würden die Bücher nur aus Bildern bestehen. Im Wunderland? Oh, das ist doch Unsinn. Das ist gar kein Unsinn. Und nun nochmal von vorne. Glaub mir, Christina. In meinem Wunderland, da wäre alles ganz anders. Nichts wäre so, wie es jetzt ist, wenn alles so wäre, wie es jetzt nicht ist. Und andersrum, was jetzt nicht ist, würde dann sein. Und was nicht sein würde, das ist jetzt. Kapiert? Wenn es nach mir ginge, würdest du nicht Miau sagen, sondern Ja, liebe Alice. Und weißt du was? Du würdest genau wie ein Mensch sein. Und die anderen Tiere auch. Ja, wenn es nach mir ginge. Katze und Mäuschen würden wohnen in demselben Häuschen. Und mit Schätzen würd ich sie belohnen. In der Welt voller Glück. Die Margriten schweben dort mit leichten Mädchenschritten. Und sie neigen sich wie junge Damen, die sich zeigen in der Welt voller Glück. Und die Vögel